neben dem Besuch der Wüste nun das andere Ziel, nach Namibia zu fahren. Wir wollen nach Deutsch-Südwestafrika. Eine gute Adresse dafür ist Swakopmund. Unser erster Stopp ist so in 1,5 Stunden. Das ist bei Solitaire. Dort haben wir noch mal Gelegenheit, uns einzudecken, mit was zu essen. Da gibt es guten Apfelstreuselkuchen, eine Bäckerei, Tante-Emma-Laden und ganz wichtig WC. Die Hauptverbindungen sind oft sehr gut asphaltiert. Also hier vorne ist die Bäckerei. Das Stichwort Bäckerei hilft, die langen Straßen zu vergessen. Versprechen eingehalten. Die Bäckerei mit dem Streuselkuchen. Wie er war? Nun eben deutsch-afrikanisch. Ins Schwäbische übersetzt, man kann ihn essen. Preis 19 Namibia-Dollar. Das ist 1 Euro. Ja, die Mitzkatze. Ich möchte nicht schon wieder hinsetzen, sondern etwas laufen. Die sind wohl von anderen Nationen übrig, die hier einst verweilten. Der seltene Regen hat sie wohl vor dem völligen Rost geschützt. Aber der hier aus Mannheim, richtig gut. Und so sehen Felgen aus, wenn man bei diesen Straßen hier neben die Spur kommt. Ganz schnell hat uns die Wirklichkeit eingeholt und der Diesel im Bus brettert uns über die Waschbrettpiste. Also noch so 30 Kilometer, dann sind wir auf weiter Höhe. Hier war ein deutscher Farmer. Er gehörte auch zu der deutschen Schutztruppe von Burgsdorf. Und seine Frau hieß Malta. Die Post für die Farmer in der Umgebung ist über Malta gegangen. Und die Frau hat sich dann arrangiert, um die erste Schule hier zu bauen. Der Stopp hat gut getan. Ein bisschen deutsches Museum in der Fremde. Der nun folgende Abstecher auf einer Waschbrettstraße führt zu einem Slot Canyon, dem Saspiam Canyon. Wir haben jetzt diese Aussicht hier. Hast du schon eine Schlange gesehen? Skorpione? 20 Stück schon. Wenn sich der äußerst seltene Wüstenregen über das Naukluftgebirge ergießt, dann tut er dies so kräftig, dass das Wasser dort keine Zeit zum Versickern hat. Es folgt ungebremste Schwerkraft und bildet mit seinen Massen innerhalb weniger Stunden einen reißenden Fluss, den Zauschab. No. Ein Fotostopp unter einem Gemeinschaftsnest von Webervögeln. Die Öffnungen sind alle nach unten als Schutz vor Raubvögeln. Eine kleine Berglandschaft gilt es zu durchqueren, bloß unser Bus hat Steigungen zu bezwingen. Problem? Der Motor kann das nicht bei eingeschalteter Klimaanlage. Blöd. Schlussendlich schwitzt der Motor und wir zugleich. Zum Glück geht es auch bergab und gekühlt. Swakopmund. Die deutsche Kolonialzeit ist offensichtlich, weil ganz oft sichtbar. Ortsbesichtigung. Neben den holländisch klingenden Namen in der Sprache Afrikaans fallen ganz bald deutsche Straßennamen und viele Schilder auf. So trefft sich beispielsweise das einheimische und ausländische Volk auf dem Ankerplatz. Mit offenen Augen sind sehr viele Namen aus der Geschichte zu finden und eben heute etwas übrig. Wir haben ja gelernt, dass die Deutschen hier alles angefangen haben zu planen und die heutigen Behörden nach diesen alten Plänen immer noch weiterarbeiten. Ja, also nicht nur in Windhoek, sondern wohl dann auch hier in Swakopmund.
Wir kommen zum letzten wichtigen Gebäude der Stadt, dem Woermannhaus aus dem Jahre 1894. Damit ist es das älteste Gebäude der Stadt. Mit seinem 25 Meter hohen Turm wurde es für den Hamburger Spediteur Adolf Woermann gebaut, um einlaufende Schiffe frühzeitig zu entdecken und die Löschung vorbereiten zu können. So, jetzt sind wir in diesem Turm. Wir dürfen das sogar aufmachen. Und das ist dieser Jetty-Steg, was wir eben gelernt haben, war eben alles, was dort angelandet wurde von den Schiffen aus Deutschland, wurde hier in diesem Haus erfasst, notiert, dokumentiert. Und sicherlich hat er von oben immer eine geguckt, welches Schiff sonst noch kommt. Der Steg ist der Jetty.